junkfoodtaster.com in Amaria. Haribo Milchshakes. Get some grown ups love it, so yeah, that's right. And yeah, Haribo Bears Surfing, a yellow wave, alright. Yeah. Here we go, dear Haribo fans. Yeah, I will also hope I enjoy it. Okay, milky flavors. Banana, vanilla, and strawberry. Passion fruit. Yeah, nice ingredients on this one here. And here you go, nutrition. Fiber, 0.2, so no fiber. Sugar is really kind of low. So the most is then water, isn't it? Yeah, or milk or whatever. And yeah, this is not from Germany, this is from Dunhills, England. Many greetings to all my English viewers. So, but Haribo is like a worldwide brand. I think they have multiple factories everywhere. I noticed one is also in Spain. So there must be one in England too. Yeah, you have some milky odor here. Yeah, I'm just like sorting them, quick sort algorithm. Take me just a second. Yeah. Okay, so we have, this is, I think, yellow is not as equal as the others. And they have a milk shake, old school milkshake style of yeah, shape. Yeah, so put it, looks very funny when it's sorted. Yeah, I start with the banana, the yellow one's banana. Yeah, there is banana aroma there, but okay, I will go forward, strawberry. Far too low. It doesn't remind me of milkshake, so no vanilla. Yeah, I think in terms of stickiness also, it's good, it's not sticky, but it's boring. You fall asleep whilst you eat it, so raw. If you ever have tasted this, please write a comment. Don't hesitate. Just checking the bills here. Yeah, I bought it in an import shop because it's from UK, so I should prepare, I know. No, didn't got price here. If you know the price in this UK, you pay for one bag of Haribo milkshakes, write it in the comment, please. Okay, now in German. Also Haribo milkshakes, Haribo hat ja offenbar jetzt
verschiedene Fabriken, also ja, genau, hat verschiedene Fabriken. Und eine ist wohl in Spanien und es gibt wahrscheinlich hier auch noch eine in England, in Dunhills. Und die machen dann landesspezifische ja, Produkte, denn dieses Milkshakes ist mir nicht bekannt, dass es das in Deutschland gibt. Gekauft über einen Importshop. Jetzt ist mir jetzt hier, jetzt versuche ich gerade hier die drei Seiten oder vier Seiten Rechnung zu überfliegen, wo das denn ist. Ja, ich verspreche, ich bereite mich besser vor auf meine Videos. Das kann ja nicht angehen. Naja, ich finde den Preis doch hier. Haribo. Ja, Haribo. Ich hab's gefunden. Haribo Milchshakes 1,39. Ich hab's gekostet. Ist jetzt, na mal so, ist es geschmacklos oder ist es geschmacklos? In Englisch heißt es halt tasteless, geschmacklos. Es ist fade. Ne? Schmeckt halt fade, schmeckt nicht besonders. Ich weiß nicht, ob die Engländer oder die... Gerade ist das Banane, da könnte man so richtig schön knalligen Bananengeschmack reinmachen. Das ist nur so eine Nuance. So. Richtig milchig schmeckt das nicht so. Was auffällig ist, ist irgendwie die Nährwerte. Ja, irgendwie muss hier viel Wasser drin sein. Und naja, hier das Blabla gibt es auch Deutsch. Ja, Deutsch ist das zweite. Also wenn euch die Zutaten interessieren. Bitteschön. Ja. Was haltet ihr davon, dass es das Haribo so unglaublich viele Marken hat? Also was heißt Marken, Geschmacksrichtungen? Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt gibt. Also ich habe bestimmt schon etliche verkostet. Ja, ist Wahnsinn eigentlich. Und halt wahrscheinlich sind es die besten, oder was heißt die besten? Wahrscheinlich ist Haribo, was so Fruchtgummi angeht, Nummer 1 in der Welt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es so ist. Okay, danke fürs Zusehen.